Freunde, wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Herzlich willkommen. Servus Christian. Servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Zu Tag 17. Ja. Ne? 7 Tage noch bis Weihnachten. Ja. Hast du alle Geschenke schon besorgt? Nein. Nein? Nein, das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, durchbricht er die vierte Wand. Du musst doch die Magie des Showbusinesses aufrechterhalten. Ich glaube, diese Magie des Showbusinesses hat mehr ruiniert, als es It's magic, hat. Das muss man aufrechterhalten. Nein. Oh ja, nein. Es ist alles eine Bühne und wir sind die Darsteller. Mhm. Dritte Reihe hinten rechts. Macht ja nichts. Macht ja nichts, Hauptsache im Bild. Genau, her mit dem Set, los. Ja, heute ist wieder etwas für modulare Freunde von Mold King. Ja, es gab schon einige Modulars in diesem Adventskalender, aber es gab auch genug andere Sachen. Ich bin nun mal ein Modular-Fan, entsprechend gibt es sehr viele Modulars bei mir im Laden etc. Pipapo. Heute ist ein spezielles Set. Das muss man mögen. Vielleicht auch hier wiederum machen wir was über Preis. Ne? Reden wir darüber auch. Ja? Es ist, normalerweise ne, reden wir nicht über den Preis bei den normalen Reviews, weil es irrelevant ist. Meiner Meinung nach, meiner Philosophie nach, aber hier, naja, da ist natürlich schon relevant. Heute schauen wir uns an ein Chanel-Haus. Bonk. Es ist schwer. Es hat auch ein paar Teile drinnen. Ein paar Teile. Das Haus gibt es in echt? Ja. Gibt es das noch oder ist das mittlerweile schon verkauft? Du darfst mich nicht fragen, ob es noch der Firma Chanel gehört oder ob schon weiter verkauft worden ist. Ich habe da irgendwas gehört, dass das jetzt irgendwie jemand anderen gehört? Ja, also ja, ich hätte da ein bisschen besser aufpassen müssen. Der Brick von Vienna hat auch mal ein Video gemacht vor kurzem. Er macht da nichts. Wie viele Teile haben wir denn noch? Einige. 3800 Teile. Ich meine, ja, viel klein. Man macht ja diese ganzen Trans-Clear-Geschichten und so weiter, aber trotzdem, 3800 Teile muss man auch erstmal verbauen. Mhm. Der Standardpreis bei mir ist 169 Euro. 169 Euro. Und es gibt hier jetzt, was haben wir gesagt, 40% und dann sind wir auf 101,99 Euro. 101,99 Euro für 3800 Teile, das ist durchaus gut. Ja. Das ist sogar sehr gut. Wenn man immer schon damit spekuliert hat und sich denkt, naja, aber die 160 Euro, das muss man auch erst mal haben. Stimmt, gebe ich euch recht, jetzt sind wir beim knappen 100er. Das ist ja okay. Und wenn ihr hier bei mir im Laden seid und ihr nehmt den 100er, laut mir den 100er am Tisch und die 2 Euro haut ihr in die Spendenkasse vom Verein, ist auch gut. Soll man auch recht sein. Ja. Fairerweise, das möchte ich jetzt kurz noch zeigen, sieht man auch vorne natürlich, hier sind ein paar Sticker drauf, die sind sehr dezent. Ein paar Figuren sind dann eben nicht mehr dabei, aber ich denke, das wird man überleben. Ansonsten kriegt man eben fast 4000 Teile, 3800 Teile für einen knappen 100er, für einen Huni, für einen Huni. Und dann passt das. Ne? In diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine besinnliche Zeit. Bis zum nächsten Mal.